Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von ARK. Das sieht aus, als wenn ich auf dem Donnerbalken sitze. Machst du doch. Man sieht's nur nicht so richtig, ja. Was du da eigentlich wirklich tust. Ich bin mit Morla unterwegs, denn es geht heute in Richtung Baustelle da hinten, die wir ja beim letzten Mal schon gezeigt haben, da wo wir irgendwann halt demnächst unser Häuschen bauen wollen, wo der Kano immer noch rumliegt. Ja, ich kümmere mich drum und mal kurz eine Frage. Hast du was zu essen mit? Ein paar Beeren. Reicht es? Ja, reicht. Ich verdaue meinen Magen gerade selber. Ja, wunderschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ging mir vorhin auch so, deswegen habe ich vorhin erstmal was gegessen. Ja, wie gesagt, heute mal ein bisschen was mit Bauen und da hinten so schon mal ein bisschen den Bauplatz freischlagen. Und Anni hatte vorhin Spaß da beim Kano mit einem Geier. Und wir haben Glück, dass der Kano noch lebt. Ja, das war echt überraschend. Ich bin hingegangen, wollte ein paar Narcotics nachkippen. Und auf einmal haut mir dieser Geier total seine Kralle in den Kopf. In den Kopf? In den Kopf. Ich habe das sofort gemerkt. Und, naja, er hat leider den Kano auch kurz erwischt. Der hat dann an Taming-Effizienz verloren. Bisschen traurig, aber er lebt noch. Und ich habe den Geier dann auch kaputt bekommen. Bin zwar selbst fast draufgegangen, aber ich bin nicht draufgegangen. Naja, zum Glück war der nur Level 4. Ein bisschen höher wäre schlecht gewesen, dann hätte er den Kano und Anni gekillt. Ja, es wäre unschön gewesen. Ja, naja, also plus 7 Level ist jetzt nicht so Bombe, aber besser als nix. Der ist jetzt insgesamt ja vom Level her auch nicht so hoch, aber wir haben auch festgestellt, wir können den Sattel noch gar nicht bauen. Ja, also ich bin jetzt ja erst Level 35, erst vor allen Dingen. Ja, und kann ihn nicht bauen, Mario ja schon Level 40 und da ist er auch noch nicht dabei, der Kano-Sattel. Das ist sehr schade. Ich glaube tatsächlich, der ist irgendwie 45 oder 50. Das ist aber auch doof, ey, so weit weg. Ich meine, wenn man überlegt, was ein Kano eigentlich für ein Kampfschwein ist, wenn man dem Mord nicht skillt. Da drüben ist ein Sarko. Ich hoffe, der ist nicht so hoch vom Level. Obwohl Morla sollte mit dem ja kein Problem haben. Achso, hast du ein paar Bären jetzt für mich? Achso, ja, hier auf der Brücke. Hast du fallen lassen? Nee, da stehe ich gerade rum. Ich guck mal kurz hier, was der Sarko da hat. Level 76. Na, ist vielleicht noch nicht so für uns. Weibchen, ja. Das Problem ist, die haben auch nicht wirklich viel Fleisch. Wir haben jetzt noch ein bisschen was für den Dings hier, für den Sarko, wo ich gerade für den Kano. Man kriegt's alles gleich hier. Sarko, Kano, Raptor. Nein. Jo, dann kann sich Morna mal um das Viech da hinten kümmern. Gehen wir mal durchs Wasser, das ist nämlich ein bisschen schneller unterwegs. Ja, ist ja auch eine Schildkröte. Das kommt jetzt nicht so wirklich überraschend. Doch, für mich schon. Irre, eine Schildkröte ist im Wasser schneller als an Land. Ich glaub's nicht. So, komm mal hier, komm. Schaffst du das alleine? Oder ja. Soll ich mal kurz rumkommen? Morla wird das wohl schaffen. Komm. Morla ist gut trainiert. Ich kann Morla die Kampfkröte. Ich kann einfach hinten ein bisschen draufhauen. Oh, der beißt mich gleich. Ja, kein Problem. Brauchst du eine neue Handtasche? Ja, nehme ich. Aus echtem Krokodilleder. Was ist denn das hier? Ich hing gerade irgendwie voll im Sarko fest und hatte gerade hier so ein komisches Flackern der Grafik. Was du immer für ein Flackern hast. Oh, sehr schön. Prime Meat, kann man gleich mit dem Kano verbrauchen. Also dem Kano geht's ja schon ganz gut. Der dauert jetzt auch nicht mehr so ewig. Ja, mit Prime Meat geht's auf jeden Fall schneller. Sehr schön, da komme ich mal gerade rüber. Morla kann ja warten. Ja, ihr seht schon, da wir schon mal angefangen, hier so ein bisschen die Umzäunung zu bauen von unserem... Hallo? Grundstück? Wer kämpft hier? Ach, Morla kämpft gegen Skorpion. Ja, Morla ist beschäftigt. So. Ja, Fleisch haben wir ein bisschen drin hier. Ist jetzt nicht so viel Prime, aber besser als nix, ne? Ja, eben. Ja, es dauert wirklich nicht mehr lange. Ja, und falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, gestern im Video haben wir angekündigt ein kleines Gewinnspiel. Ne? Das läuft natürlich noch. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, Asche über euer Haupt. Ihr müsst täglich unsere Videos schauen. Ja, täglich 15 Uhr. Ja, also wie gesagt, ein kleines Gewinnspiel. Gibt es ein bisschen was zu gewinnen. Ein kleines Trinkfläschchen im, naja, Dino-Style. Im A-Club könnte man schon fast sagen. Naja, es ist auf jeden Fall im Dino-Style mit einem coolen Raptor drauf. Ja, passen 0,6 Liter rein. Ja, und sieht ziemlich cool aus. Ja. Wie gesagt, müsst ihr gar nicht viel für machen. Einfach dann die Informationen im Video anschauen. Hier nochmal kurz den Link zum Video rechts oben in der Box. Einfach aufklicken, dann kommt ihr direkt zum Video mit dem Gewinnspiel. Und ja, da einfach die Informationen befolgen. Müsst halt, wie gesagt, nur kurz was kommentieren.
euer Lieblingsdino ever, ne? Sozusagen. Genau den. Muss kein Arc-Dino sein, aber bitte nicht hier unter das Video kommentieren, sondern unter dem Gewinnspiel-Video. Richtig. Ja, und wie gesagt, alle Informationen dort. Im Video von gestern, in der Infobox des Videos von gestern. Korrekt. Infoboxen sind wichtig. Die sollte man wirklich immer wieder mal anschauen. Also auch beim Video von gestern in die Infobox schauen. In der Tat sollte man die mal anschauen. Was fehlt mir denn hier? Setch immer noch. Warum denn? Was ist denn hier los? Ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich würde mal sagen, ich baue mal hier kurz das Fundament für den Zaun weiter. Das dauert ja mal eine Weile. Ja, denn wir hatten ja schon angekündigt, wir wollen auf jeden Fall da vorne weg. Also das war ja ohnehin nur als Übergangsbasis geplant, bis wir hinten mal ein bisschen was bauen können, weil man sieht ja hier Rensokanus rum und Raptoren und Säbelzahntiger und hier hinten stehen immer noch die zwei T-Rex da im Wasser. Ja, die hängen am Wasserfall. Lecker Pronto-Arsch. Lustig, also ich sehe ja jetzt endlich die zwei, die stehen ja wirklich parallel. Ja, und Pärchen. Sie sehen aus wie Zwillinge. Ja. Huch, irgendwas kämpft hier, was ist hier los? Ach nee, Mauler, okay. Die gucken auf einen lecker Pronto-Arsch und kommen nicht ran, weil die Prontos da oben irgendwie festhängen. Ich weiß nicht, wann die mal runtergefallen sind. Die müssen die mal wegkloppen. Ja, und Mauler hat sich um einen Raptor gekümmert. Denn das nervt ein bisschen, dass sie da stehen. Da sammeln wir nur irgendwie Viehzeug ein. So, hier vorne würde ich sagen, bauen wir dann irgendwie das Tor hin, so kurz vorm... hier vorm Berg oder so, vorm Kälteschock quasi. Ja, genau, bevor wir kalte Füße bekommen. Und dafür brauchen wir noch ganz schön viele Foundations und vor allem noch Wände. Also das ist ein Mammutprojekt mal wieder. Aber wir haben ja, wie gesagt, jetzt auf dem Community-Server neu angefangen und das soll natürlich langfristig sein. Ne? Also müssen wir da ohnehin schon große Bauprojekte planen. Wir wollen hier quasi den kompletten Berg, den kompletten Bereich inklusive dem Berg und dem Berg zubauen. Ja, und apropos Community-Server. Ab morgen sind ja die Leute auf dem Community-Server, die im Bewerbungsprozess quasi in die nächste Runde gekommen. Was heißt in die nächste Runde gekommen? Doch, das ist morgen. Rechnen durch. Die sind noch aber am 10. Der ist morgen. Ja, Glückwunsch. Stimmt. Mario und sein Kalender. Das funktioniert nicht. Ich musste aber den jetzt mal zurechtstricken. Auf jeden Fall sind wir ab morgen dann nicht mehr alleine auf dem Server. Ja, das stimmt allerdings. Wir sind sehr gespannt, wie das Zusammenleben wird. Ja. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran. Also ja, ich habe schon dran gedacht, aber ich dachte, das ist erst Sonntag. Es ist noch ewig weit weg. Nein. Nee, ich dachte erst, das ist Sonntag. Nein, Samstag. Samstag, 10. Oktober. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ne? Bist du Bescheid. Ja, du weißt jetzt Bescheid, ne? Schön, ich wusste es schon. So, Fundament baue ich hier so langsam aber sicher hin. Das dauert eine Ecke. Wir müssen auf jeden Fall mal Steine kloppen. Ja, wie gesagt, wir wollten eigentlich statt im Kano in der letzten Folge einen Dödikoros fangen, aber der ist irgendwie nicht mehr da. Ich weiß nicht, ich habe den nicht gefunden. Der hat sich zusammengerollt und versteckt. Der wusste genau, was du vorhast. Nee, dem wäre es dann gut gegangen bei uns. Wir hätten den regelmäßig gefüttert und wir hätten den beschützt von den ganzen garstigen Viechern. Und jetzt ist er irgendwo gestorben, glaube ich. Toll. Der Kleine. Ja. Oder die Kleine. Ja, es war, glaube ich, ein Männchen. Der Kleine. So, mal gucken, was der Kano macht. Ja. Ja, wie gesagt, den wollten wir eigentlich fangen, aber naja, jetzt haben wir einen Kano. Auch nicht geht so ja, schlecht, ne? Geht ja auch. Bloß der kann uns nicht so gut helfen beim Steinabbauen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber irgendwas ist ja immer. Wenn dafür gibt's ja noch die gute Handarbeit. Ja, nicht was ihr denkt jetzt, ne? Was du denkst, würde ich sagen. Die anderen haben das bestimmt nicht gedacht. Ich sag das nur wegen dir. Bitte? Und da haben wir es wieder. Die Schuld wird immer auf Anni geschoben. Das stimmt. Immer. Das haben übrigens unsere Zuschauer schon korrekt festgestellt. Ich weiß, ich habe... Du immer schuld bist. Genau, diesen Kommentar habe ich auch gelesen. Ich habe auch gelesen, dass ich es verdient habe, in der einen Folge zu sterben. Ich meine, ich habe gelacht darüber. manchmal ist es vielleicht wirklich berechtigt. Manchmal? Nur manchmal. Dann wird es wieder relativiert. Ihr hört's, ne? Das ist doch immer berechtigt. Ja, manchmal kann halt so eine Schildkröte draufgehen. Das passiert halt. Ja. Ganz großes Kino. Und schwupp ist Mauler weg. Nein, auf Mauler passe ich auf. Ja, aber auch nur, weil die selber auf sich aufpassen kann, weil die hoch genug ist vom Level. So, ich muss jetzt meine Sachen reparieren, ja? Lenken wir mal eben vom Thema ab.
Ja, ich merke schon. Eine Sichel habe ich übrigens auch gebohrt letztens. Ich habe sie noch gar nicht eingesammelt. Siehst du, liegt noch in der Werkbank. Und warum habe ich keine bekommen? Oder liegen weil du mir kein Hide vorbeigebracht hast. Ich habe gesagt, du sollst Hide vorbeibringen. Es steht und fällt mit mir, richtig? Bin das ich dein Packesel? Nein, dein Laufbursche? Nein. Ja. Ja, siehst du. Nein, aber das ist, du musst doch mal mitdenken. Ich habe ja gesagt, ich brauche Hide und du warst gerade am Haus. Ja, dann bin ich da nicht gestorben? Irgendwas war doch. Nee, ich sollte nach dem Kanosattel gucken. Irgendwas war. Ja, aber das, ja, das war quasi in einem Atemzug. Was hast du überhaupt für eine Brücke gebaut? Hast du dir mal das Elend angeschaut? Das ist eine Bombenbrücke. Ich weiß gar nicht, was du davon hast. Also bis auf die Pfeiler, die muss ich nochmal auf der einen Seite ein bisschen austauschen. Ja, hier vorne ist ja wohl mal die Megalücke. Hallo. Bitte. Also hier muss, hier muss ich mal noch Pfeiler rausrücken. Ja, das ist ja in Ordnung. Sei doch mal ruhig. Vorne. Ich muss ja Pfeiler rausruppen, weil das passt noch nicht so ganz. Da kann man ein bisschen Stein sparen. Und hier hat Anni wieder ein Stück von der Brücke verkauft. Ey. Junge, Junge, Junge. Ich sag dir's. Ja. So. Also, halte dich ein bisschen zurück. Ey, was soll denn das? Dein Hut ist kaputt gegangen. Ist alles kaputt gegangen. Trägst du hier? Tja, ups, würde ich sagen. Ja, auch Mario hat es verdient zu sterben. Wie ich aussehe. Er rutscht jetzt gerade richtig gechillt. Hast du mal geguckt, wie ich aussehe? Naja, eigentlich... Nee. Rote Augen hast du. Wie siehst du denn aus? Ja, jetzt sieht man es nicht mehr. Man hat es gerade in der Todessequenz gesehen. Quasi... Und ihr habt schon wieder gesehen, Anni hat wieder zuerst angegriffen. Ne? Das wird auf jeden Fall gleich ein Nachspiel haben. Ich klopp dich so kaputt. Nein! Doch. Warum denn? Weil du es verdient hast. Ach ja. Nun ja. Ja. Du schlägst aber meine Sachen kaputt, ey. Das trägst du auch so Billo-Zeug. Ja, du hast das Billo-Zeug hergestellt. Ich wollte schon teureres herstellen, da hast du aber gesagt, ich darf das Hide nicht benutzen. Komm hier, bin ich ein Ausreden. Das ist so. Ja. Aber mit zwei linken Händen irgendwas zusammennähen, das funktioniert nicht. Ich werde mich hier gleich an deiner Leiche vergehen. Ja. Das war richtig kaputt mit dem Kanu. So. Fliegt mir schon wieder. Das ist ein Pteranodon da oben. Ich dachte schon. Ja, lauf um dein Leben. Ah, schön. Ich hab Morla. Morla beschützt mich. Kann ich da auch runterkloppen? Wir machen jetzt hier kein PvP. Oder auch PvE oder was auch immer. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg! Du nackter Mann. Was soll denn das? Du haust Morla. Du haust Morla. Ja, ich dich getroffen. Ey, sag mal, geht's dir gut? Hier, guckt euch das aber an. Was ist das denn? Scheiße. Oh, weia. Was ist das denn? Oh, ist ja hässlich. Was ist denn da passiert? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Das sieht nicht gesund aus, wollte ich mal sagen. Ja, so sah ich auch gerade aus. Nicht ganz so stylisch, aber... Also... Immerhin, ne? Die das ist kein schönes Ideal jetzt. Die Aliens sind unterwegs. Ich glaube auch. Oh mein Gott. Auweia. Ja, ihr habt gesehen, Morla kann Anni nicht beschützen. Ne? Ja. Vor dir nicht, nee. Du garstiger Mann. Jetzt bin ich wieder garstig. Du bist garstig. Du hast angefangen, mich schon wieder zu schlagen. Du hättest einfach mal damit leben können. Nein. Doch? Hab ich doch. Du musst dir nicht immer rächen. Doch. So. Zaun. Zaunwand. Zaunwand, genau. Kannst mal nach dem Kanu gucken. War ich gerade. Alles gut? Als ich gestorben bin. Mhm. Hab ich gerade auf den Rückweg geguckt. Ja, sieht doch schon mal Bombe aus. Wir brauchen hier noch 5 Milliarden Steine. Unser Dödikurus hätte echt Wasser. Der wird uns wahnsinnig gut helfen. Wir müssen auch demnächst mal einen Mammut fangen. Allerdings habe ich hier noch keins entdeckt. Oder so ein Stego da vorne. Lecker Stego? Lecker Stego. Hm. Irgendwie... Ja, Mammut hätte echt was, weil das würde uns nämlich noch gut helfen. Ja, weil Mammut, das kommt ja erst im Berg. Da, im Berg, sag ich schon. In der Berggegend. Ja. Also, letztens hatten wir ja vorne eins oder zwei, wurde aber von einem T-Rex gekillt, leider. Das Lustige ist, auch bei meiner Darstellung sieht die Leiche so komisch aus. Ich dachte, das wäre wirklich nur bei dir. Ja, bei mir, also im Todesbildschirm war es tatsächlich nur bei mir so. Ey, ist das hässlich. Ja, Aliens auf jeden Fall, sag ich dir. Oh, pass mal auf. Oh!
ja, auf jeden Fall ein Piranodon. Was hat denn der für ein Level? Ich sehe es gar nicht. Level 36, oh, das geht doch. Können wir gleich noch mitnehmen. Das war mal ein direkter Kopftreffer. Und gleich direkt umgefallen. Ich würde sagen, holen wir uns gleich mal noch spontan. Aber welches Level hat er? Ich habe nicht zugehört. 36. Wie immer. Ja, das hat... Das Blöde ist bei dem, man sieht das, wenn man hier reinläuft, er hat so eine ganz komische Fläche, wo der rumliegt. Also man bleibt hier ständig hängen an dem Viech. Hallo? Das ist aber auch ein Fleischfresser, ne? Doch, ich glaube, der frisst Fleisch. Ja, ich glaube, wir hatten damals gedacht, der frisst Bären, aber der frisst Fleisch. Das genau. Ist tatsächlich so. Der hat nämlich so eine spitzen Zähne. Ja. So, hat er super funktioniert hier mit dem Viech. Können wir gleich mal hier direkt auch mitfangen, wo wir gerade schon mal dabei sind. Und ich baue erstmal eine Tür rein, damit man nochmal durchkommt. So. Weil, wenn man nämlich ins Wasser fällt, möchte man ja auch wieder rauskommen. Das ist zumindest ein Plan. Kann auch im Wasser bleiben. Ja, dass man in regelmäßigen Abständen einfach mal ein Türchen reinbaut. Einfach damit man hier rauskommt. Und ich hoffe, das funktioniert, wenn man hier durchgeht, weil hier gerade so eine Schräge ist. Müssen wir mal gucken. Ja, ausprobieren. Werden wir dann sehen. Es geht erst zu testen, wenn dann wirklich auch noch eine zweite Ebene drauf ist. Und ich würde sagen, ich hole mal Narkotics vorne. Naja, ich könnte schon ein paar aus dem Kanu rausnehmen. So viele braucht er, glaube ich, nicht mehr. Ist er gleich fertig? Naja, ist nicht mehr so viel. Also da fehlt nicht mehr... Nee, ich denke mal 10 Minuten. Länger braucht er nicht. Ja. Dann baue ich mal ein paar Steine nebenher ab. Meine Klamotten sind schon wieder kaputt. Ich sage dazu nichts. Ja, das ist auch gut so. Du und deine kaputten Klamotten. Du solltest mal nähen lernen. Ja, ich kann nicht. Ja, kannst du nicht, richtig. Doch, kann ich. Kannst du nicht? Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Doch, wirklich? Nö. Doch, kann ich. Glaube ich dir nicht. Du kannst sterben, das kannst du. Oh, hat man ja Drohungen. Gesehen. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Nun ja. So, die Sichel mitnehmen. Die packen wir mal dahin. Können wir nämlich noch ein bisschen Fiber sammeln jetzt mit dem Teil. Etwas schneller. Mann, das Vieh liegt wie echt Captain ungünstig. Hooks Arm. Ich bin Captain Hook. Dass du alles bist. Ja. Jäger und Sammler und Captain Hook bin ich. Auch das. So, her mit dem ganzen Zeug hier. Zack, zack. Weg sind's. Aber bin da sicher, da kriegt man nur Fiber, richtig? Ja. Ist auch gut so. Weil es geht nämlich deutlich schneller, wenn man halt wirklich Fiber sammeln möchte. Mit der Sichel und dann immer wieder zack. Übrigens, kleiner Tipp, ja, wie ich denn so schnell leveln konnte nebenher. Ich habe Unmengen an Mützen hergestellt. Ihr glaubt das gar nicht, was ich hier abseits vom Video gemacht habe. Nachdem ich das alles gesammelt habe, hast du alles verbraten, wie immer. Ja, du hast gesagt, ich soll das machen. Ich habe einfach mal befolgt, was du da gesagt hast. Das erste Mal im Leben. Ja. Ja, aber noch eine viel bessere Methode ist tatsächlich Narkotics herstellen. Ja, das habe ich auch parallel noch gemacht. Also ich habe Narkotics hergestellt und dann auch noch Mützen. Weil dafür braucht man ja nur Fiber und beim Bärensammeln auf der Suche nach Narcoberries, wo wir noch keine Beete hatten, sammelt man natürlich auch zwangsweise tonnenweise Fiber. Und die Mütze kostet halt, ich glaube, 10 Fiber pro Mütze. Wir hatten teilweise über 1000 bis 1200 Fiber rumzuliegen in der Kiste. Ja. Wie gesagt, wenn man dann nebenher noch Narcotics herstellt, dann beides parallel laufen lässt, da macht man schon so gut Level. Das stimmt. Jo, wir sind tatsächlich schon wieder fast durch mit der Folge. Man glaubt's gar nicht. Nee, ich glaub das wirklich nicht. Mir geht mein Werkzeug immer kaputt. Ja, dann nimm doch mal was anderes. Also eine Dings-Axt haben wir jetzt nicht gebaut. Wir müssen auf jeden Fall mal nochmal demnächst nochmal... Oh, da ist ein Dödekyros. Ja, los, Wander! Oh, nicht, ja nicht so hoch vom Level. Oh, der sieht ja süß. Level 16 ist optimal. Ja, dann ist das jetzt bald unser Dödekyros. Ja, ich würde sagen, den schnappen wir uns. Das passt ja hier idealerweise. Das ist nicht der, den wir da gestern gesehen haben. Macht aber nichts. Aber so ein Weiß sieht jetzt schon cool aus. Schon ganz cool. Oh, der ist hübsch. Ja, übrigens, kleiner Hinweis noch, wir brauchen einen Namen für den Kano. Ne, haben wir ja noch nicht angekündigt, glaube ich, im letzten Mal. Wir brauchen einen Namen für den Kano, ist ein Männchen. Also unter das Video schreiben, wie der denn heißen soll. Wir suchen uns dann wieder den schönsten Namen aus, der uns am besten gefällt.
Also seid kreativ, ne? Richtig. Dann wird euer Name hier bald Einzug halten. Ja, und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Genau, richtig. Jetzt war ich gerade kurzer Schwank, da kommt gerade Kampfmusik, weil das war nur Level-Up-Musik. Ja, Glückwunsch zu deinem Kampf-Level-Up. Ja, genau. Dann sagen wir schon mal danke fürs Zuschauen, ihr wisst Bescheid, ne? Namen für ein Kano. Richtig, und das wir sind auf eure Vorschläge gespannt. Ja. Und ansonsten sehen wir uns morgen, wie gewohnt, 15 Uhr. Alles klärchen, also bis dann, schönen Tag und wir sehen uns. Ciao.